Ja! Da sind wir wieder bei Ibiza TV live hier von der Insel, Baleareninsel Ibiza, auf dem Fitness und Dance Camp. Ja, es ist eine tolle Tage schon gewesen. Heute hat der Nico die Mädels und die Jungs so richtig heiß gemacht und fertig gemacht. Machen jetzt gerade unten noch Pilates, da gehen wir gleich mal runter. Aber ich habe ja schon gesagt, ich zeige euch langsam die Hotelablage. Heute sind wir in Maramantes 2, wo unsere ganzen Sportplätze sind. Da oben sind unsere Wiesen, wo zum Beispiel heute nicht, wir hatten einen leichten Regenguss heute, eigentlich Pilates stattfinden würde. Morgen findet das dort statt. Hier oben haben wir ein Pool, da unten ist nochmal ein Pool, hier ist nochmal ein Pool. Und ich kann euch sagen, wir werden am Freitag nächste Woche richtig viel Spaß haben, weil da gibt es die großen Fitness- und Dance-Camp-Schaumparty. Yeah. Da werden wir natürlich live gehen und euch genau zeigen, was hier abgeht. Wir erwarten, wie viele Gäste erwarten? Around about 400, ne? In etwa. 400 Gäste, 400 bis 500 Gäste werden bei unserer Schaumparty dabei sein. Da freue ich mich mal so richtig drauf. Hier in Maramantes 2. Wer zufällig auf Ibiza ist, kann gerne noch vorbeikommen und uns in eine WhatsApp schreiben und dann sagen wir euch genau, wo die Schaumparty ist. Ja. Gestern habe ich euch ja ein absolut unverschämtes Angebot gemacht. Tatsächlich noch 2 Zimmer sind frei, alle anderen 8 Zimmer sind schon weg. Der liebe Tom hat, glaube ich, euch den Link schon mit reingegeben, wo das Angebot ist. Glaube ich, weiß ich nicht. Ansonsten posten wir es gleich nach. Unser Top-Angebot. Wir haben vom Hotel 10 Zimmer bekommen zum Preis wie vor 10 Jahren und wir geben den Preis 1:1 weiter wie vor 10 Jahren, nämlich 777 Euro im halben Doppelzimmer für 7 Tage all inclusive oder für 999 Euro im Einzelzimmer, auch natürlich mit all inclusive. Absolute Preiskontrolle, weil ihr braucht eigentlich nur noch einen Flug hierher, all inclusive, Transfer, Sportprogramm habt ihr alles dabei. Lediglich, wenn ihr noch möchtet, Ausflüge bei uns oder ja. Auch 2023 steht im großen Zeichen, wir werden uns neu erfinden. Das ist auch mal eine wichtige Information. Ibiza erfindet sich gerade komplett neu. Wir haben dieses Jahr ganz andere Sachen wie sonst. Zum Beispiel gehen wir am Samstag auf eine tolle private Villa, wo wir eine Noche-Tapas zelebrieren werden mit einer schönen Poolparty im Style, ganz im Sinne von Magic of Ibiza. Da freue ich mich auch drauf, oder Tom? Das wird herrlich. Das wird herrlich. Vor allen Dingen, weil wir auch einen Live-Gitarristen dabei haben und so weiter. Also es kann eigentlich nur herrlich werden. Ja, und singen tut er auch. Und singen tut er auch noch. Werden wir natürlich auch live gehen und euch die traumhaft schöne Finca hier zeigen. Mitten, eigentlich von hier ziemlich nah, ich glaube 5 Minuten etwa mit dem Auto. Ja. Schön in die Berge hoch, direkt im Pinienwald von Ibiza, kommt man nicht so einfach hin. Ne? So, und dann gehen wir zum Beispiel auch, machen wir natürlich alles live. Zeigen wir euch alles, damit ihr genau wisst, wo ihr nächstes Jahr 2024 hinfliegen könnt. Wann geht's los? 8. bis 15. 8, Juni. 8. bis 15. Ne? Genau. Genau. Ihr könnt natürlich auch verlängern, ist kein Problem. Aber das Hauptprogramm wird nächstes Jahr eine Woche sein. 8. bis 15. Juni werden wir hier auf Ibiza wieder residieren. Wie sagt man so schön? Auf Mallorca betrinkt man sich einfach, auf Ibiza macht man das mit Stil und Niveau. So sieht's aus, sag, oder? Genau. Hier ist der letzte Pool. Also, genau. Und jetzt gehen wir mal langsam runter. Keine Angst. Gehört auch mit zur Assuline-Gruppe. Aber das ist das noch nicht ganz renovierte Hotel. Aber unsere Gäste sind ja alle Premium, all inclusive. Sprich, alle unsere Gäste sind immer im Maramantes 1 untergebracht, wo alle Zimmer gerade frisch renoviert worden sind letztes Jahr. Jetzt sind sie auch richtig fertig geworden. Muss man ja auch mal dazu sagen. Genau. Und jetzt müssen wir leise sein, weil wir gehen mal kurz zur Pilatesstunde. Ich glaube, ein paar Mädels haben es noch überlebt. Und gucken wir mal, was sie da so treiben. Genau. Juhu. So macht man Pilates. So macht man Pilates. Man muss dazu sagen, der Nico hat die ganz schön fertig gemacht heute. Das stimmt. Also selten jemand, der so Vollgas gegeben hat. Ich glaube, das ist unser neuer, ja, einer der neuen Ibiza-Sternchen hier. Der kommt schon nächstes Jahr mit, ist schon alles unter Dach und Fach. Mädels haben schon alle gefragt, ist der nächstes Jahr auch dabei? Ja, er ist nächstes Jahr dabei. Und noch eine ganz gute Nachricht, der Resident-Trainer, der Finca Las Tenerias ist, könnt ihr auch gerne mal gucken auf www.bio-grancanaria.com oder unser La Fiesta Camp www.lafiestacamp.com. Beides auf Gran Canaria, auf unserer eigenen Anlage, mitten in den Bergen, könnt ihr ruhig mal reinschauen. Es gibt auch tolle Angebote, im November haben wir noch ein paar Plätze frei, auch mit All Inclusive und natürlich tollem Sportprogramm. Würden wir uns freuen, wenn ihr da auch mal vorbeikommen wollt. Auch eine Chance. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal Ibiza
Und was zeigen wir denn morgen? Morgen ist Freitag. Ne? Morgen haben wir eine große Masterclass. Morgen gehen wir zweimal online mit live. Einmal um 17 Uhr, da zeige ich euch dann den vorderen Pool und vor allen Dingen auch mal die Strände und so weiter. Das ist morgen auf dem Plan. Und um 20.30 Uhr haben wir Let's Go Crazy. Das ist bei uns die Masterclass schlechthin. Geht morgen so los mit allen Trainern. Da freue ich mich. Und richtig rumsvoll wird. Und wie gesagt, nächste Woche freue ich mich echt auf die Schaumparty. Ja, yeah. Alles in Pool und Schaum. Und ach, das wird eine herrliche Sauerei werden. Aber ich freue mich drauf. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ansonsten, wie gesagt, geht auf unsere Webseite, guckt noch, zwei Zimmer sind noch frei. Wer noch buchen möchte, seid schnell. Ansonsten, ab morgen gelten dann die normalen Pink Friday Preise. Tschüss, tschüss, mit Kuss.